Ich wurde ja auch früher danach schon gefragt. Ich habe ja auch in verschiedenen biografischen Interviews da schon auch was dazu gesagt. Also das sind schon bei mir so anekdotische Dinge. Also dieses tacit learning, dass man etwas aufgreift, was die Seele im Moment als einen interessanten Unterschied nimmt. Lernen ist ja eher was, das man sich nimmt, als das einem eingegeben werden kann. Deswegen ist ja dieses Prinzip der Beiläufigkeit, dass man einerseits eine Didaktik und eine Kultur in Weiterbildungsgruppen macht, in der die Chance, dass kreative Situationen entstehen, sehr hoch ist. Aber was die Leute sich dann sozusagen für diese Schlüsselerlebnisse selbst nehmen, das kann man ja nicht programmieren, das kann man nur durch eine gute Lernkultur wahrscheinlicher machen. Und mir sind einfach so Dinge zum Beispiel von Milton Erickson geblieben. Ne? Also diese Story, die er erzählt hat oder die ich später über ihn gehört habe, ich kann es gar nicht mehr richtig einordnen, wo er früher war, in Michigan oder wo war, soll er ja seine Ausbildungskandidaten vors Haus genommen haben und gesagt, guckt euch diesen Hügel dort an. Ne? Und, gell? Und weil der Wind von links kommt und nach rechts bläst, sind alle Bäume ein bisschen nach rechts geneigt, bis auf den einen dort. Und dieser eine kann dein Klient sein. Also das ist einfach eine wunderbare Metapher, die mir sagt, du kannst natürlich, ist schön, wenn du Empirie kennst, wenn du Theorien hast, Vorstellungen, wie es Leben sein muss. Und im Einzelfall ist es trotzdem, musst du dir ein neues Urteil bilden. Und das ist auch der Grund, weshalb Coaching letztlich nicht nur angewandte Wissenschaft sein kann. Wissenschaft ist wichtig, dass ich was über soziologische Verhältnisse und all diese Sachen weiß. Und trotzdem ist es eine Kunst und immer eine situative Schöpfung. Und das hat uns Erickson einfach ganz stark vermittelt. Er war ja damals, weil er diese Schematisierungen, diese Berufe sind ja immer bedroht von Schematisierungen aller Art. Und die waren ganz furchtbar zu der Zeit in Amerika. Und das war ja der Grund, weshalb Erickson dann abgelehnt hat, Schemata zu lehren oder mit Schemata zu arbeiten, sondern er wollte, dass die Menschen metaphorisch und an Beispielen solche ganz spezifischen Schöpfungsakte miterleben und ihre Seele diese Haltung einnimmt und das als wertvoll erlebt. Und das ist für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Einflussfaktoren. Da könnte ich jetzt noch mehrere Metaphern, du wirst wahrscheinlich auch welche haben aus der Erickson-Zeit. Und es war oft auch einfach das Überraschende, was an mich, das Leben oder Menschen an mich herangetragen haben, was ich eben nicht auf einem Lernplan hatte, was eigentlich entscheidend war. Sehr schön natürlich, wenn es positive Zuschreibungen waren und Charakterisierungen, wo ich mir noch gar nicht klar gewesen bin, dass das in mir ist oder dass ich das entwickeln könnte. Manchmal aber auch situativ sehr unangenehm, dass mich jemand einfach frustriert hat und gesagt hat, Das ist so nichts und das ist vielleicht auch gar nicht die richtige Richtung für dich oder ich sehe dich da nicht, wo du gerne hin willst. Was ich oft schon auch als Niederlage, als Kränkung erlebt habe, ich habe ja gerade in meinem aktuellen Blog das beschrieben, dass jeder erfolgreiche Mensch hat auch viele Enttäuschungen und Vertreibungen erlebt. Du hast ja vorher auch so schön gesagt, um Gottes Willen, wenn ich das alles geworden wäre, was ich mal hätte werden wollen, dann hätte ich nicht so was Schönes werden können, was selbst meine Träume damals gar nicht hergegeben hätten. Ja, genau. Und dann auch, das ist diese Haltung zwischen mutig gestalten und auch wenn man plötzlich spürt, es ist jetzt etwas in einem, dass man wagt, damit reinzukommen, auch wenn es nicht gesichert ist. Die Eingebung, auch in den Träumen ja sehr viel, und dass man einfach mit allem Respekt, aber auch allem Gestaltungsmut versucht, damit was zu machen
Und wie das dann plötzlich, wenn man das, wenn alle eine gute Stunde erwischt haben, wie das dann zusammenkommt und was für eine Beseelung für alle Beteiligten das ist, wo man sich auch nicht mehr als der erlebt, der das macht, sondern jemand, der schon Agent dessen ist, aber auch Empfänger gleichzeitig. Das, also diese Momente sind eigentlich die stärksten Lernerlebnisse gewesen, die ich hatte im Laufe der Zeit. Sind dir wahrscheinlich auch Dinge eingefallen? Ah, ja. Also da könnte man jetzt natürlich jetzt auch tagelang reden, gell? Das ist, machen wir es kurz lieber. Das sind einerseits jenseits aller Technik und Inhalte, da könnte man natürlich vieles machen, aber das ist eigentlich in der Hinsicht eher, was sich dann da quasi draufsetzt oder was man dann drauf lädt, besser gesagt. Das ist ein aktiver Gestaltungsprozess von einem selber auf Basiserfahrungen. Und diese Basiserfahrungen, die jetzt in meinem Fall, da könnte ich jetzt ganz, ganz viele persönliche Entwicklungsepisoden, aber auch natürlich Begegnungen wie zum Beispiel mit dem Helm Stierlin auch, mit dem Milton Eriksen, sind so wichtige Leute für mich gewesen immer und noch einige andere, die dann aber wiederum das halt in Resonanz gebracht haben. Generell kann ich sagen, ich könnte viele Episoden erzählen, die bis heute eigentlich mir am meisten Kraft geben, interessanterweise, die aber begonnen haben, auch als sehr schmerzliche Erfahrungen. Wenn ich sogar vergleiche, was mir die größere Kraft gibt und auch mehr Sinn und Motivation für irgendwas, das ist interessant, das habe ich so jetzt vorher gar nicht überlegt gehabt, dann glaube ich jetzt, wenn ich so drüber rede, dass es die schmerzlichen, sogar so schmerzlichen Erfahrungen, wo ich gedacht habe, jetzt geht es gar nicht weiter, ich halte es gar nicht durch oder sowas, im Nachhinein betrachte die stärksten waren. Also aus brutalen Kriseneinbrüchen sozusagen, natürlich, die dann verarbeitet werden konnte, das kann ja natürlich auch sein, dass das jemand mal eher in eins so ein Erleben bringt, als ob er zerbricht. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber fast ja, also fast, ich habe mich dann in manchen Situationen schon wie fast zerbrechlich jetzt so erlebt und daraus aber im Nachhinein gelernt, dass genau diese Sachen die Begegnung waren mit einem intuitiven Wissen, dass irgendwas nicht stimmig war, gefehlt hat und sich jetzt halt auf diese schmerzliche Art gemeldet hat. Gott sei Dank konnte ich es dann auf dieser Perspektivenebene auch verstehen und dann damit umgehen. Aber gerade eben nicht nur das Erfolg und das State of Excellence und wow, 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 sondern eher auch das und wie man sich damit auseinandersetzen konnte, war sicher ein ganz entscheidender Punkt, wo ich im Nachhinein, dann in dem Moment, wo es schmerzlich war, natürlich nicht, aber im Nachhinein ausgesprochen dankbar bin. Und das sind natürlich auch Leute wie der Milton Eriksen, der selber ja das auch gelebt hat. Er hat ja brutale Kinderlähmung und alles Mögliche gehabt und überstanden mit leidvollen Einschränkungen. Der hat es vorgelebt. Und die Kombination ist für mich dabei der wichtigste Lerneffekt. Da kannst du noch was draus machen. Und wenn es noch so schlimm aussieht, also die Perspektive der Hoffnung nach vorne, der Zuversicht, aber gleichzeitig auch die liebevolle Anerkennung dafür, dass es endlich ist und dass du nicht alles machen kannst und dass es Einschränkungen gibt, denen man ausgesetzt ist, die aber den eigenen Wert und die eigene Würde nicht in Frage stellen, sondern geradezu kontrastierend noch trennscharfer erlebbar machen sozusagen. Das ist die Kombination Endlichkeit, Würdigung und liebevoller Umgang mit diesem schmerzlichen Sein und der Blick nach vorne. Das finde ich eine ganz wichtige Grundlernerfahrung, die praktisch alles da irgendwie trägt. Und dann mal noch ein Aspekt, ja, vielleicht der auch, dass sich so eine Ahnung sich meldet in diesem Unstimmigkeit. Also das wollte ich noch unbedingt sagen. Was ich am meisten gelernt habe und was mir am meisten hilft für kreative Entwicklungen ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, zu scheitern. Dass du in dem Moment, wo du was machst, keine Ahnung haben kannst, was rauskommt. Praktisch gerade im Coaching-Bereich erlebe ich das enorm häufig, gerade wenn es auch um Burnout-Sache geht, aber auch mit anderen Sachen, dass Leute sich unglaublich unter Entscheidungsdruck setzen und auch große Entscheidungsschwierigkeiten produzieren, weil sie ihre Kriterien so anlegen, ich kann mich dann entscheiden und das mache, wenn quasi ich auch sicher weiß, dass das Gewünschte rauskommt. Und wenn nicht, dann bin ich total entwertet, wertlos oder sonst was. Und das macht die Leute fertig. Was am meisten die Lernerfahrung war,
Ich kann machen, was immer ich will. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es unter Ungewissheit. Die ist nicht auflösbar. Und das heißt, es ist selbstverständlich drin, dass ich scheitere. Dass ich es trotzdem mache, ist besonders anerkennenswert mutig. Sollte als extra gewürdigt werden. Und wenn ich scheitere, sagt es über meinen Wert gar nichts aus. Ganz im Gegenteil, es sollte noch mehr anerkannt werden, wie mutig es war, im Ungewissheitsfeld über die Schwelle zu gehen. Mit so einer Haltung. Und das kommt aber mehr durch Scheiterungserfahrungen, interessanterweise. Gar nicht nur durch diesen Erfolg nur. Und da erlebe ich bei uns auch Coaches ganz häufig sich völlig abhängig machen von diesem Erfolg. Und dann sind sie bedroht von Rückmeldungen, die nicht in diese stromlinienförmige Richtung gehen und können dann auch nicht achtungsvoll die Leute begleiten. Und das hat mir der Milton Erickson massiv vorgelebt und durch viele Geschichten war es ja auch klar. Vielleicht noch ein Aspekt, der ist dann für die Organisationsarbeit sehr wichtig, da bin ich Helm Stählin bis heute ständig nur dankbar. Der war praktisch halt die Führungskraft bei uns in unserem kleinen Team, so in dieser systemischen Gruppe, aber hat eigentlich immer signalisiert, natürlich mit eigener Ambivalenz auch, aber letztlich, dass er erwartet, dass wir ihn in Frage stellen und über ihn hinauswachsen. Also der hat eine andere Führungsverständnisweise gelebt, nicht du quasi solltest jetzt mein Licht noch ständig mehr stärken, indem du der zuarbeitende Assistent oder Adjutant bist, sondern die eigentlich interessante Führungsarbeit ist die, ich ermutige und lade euch ein, über mich hinauszuwachsen. Und das fand ich eine fantastische Lernerfahrung, die versuche ich in meiner Arbeit jetzt natürlich auch. Gerade wenn du das Letzte ansprichst, da kriege ich dann nochmal eine neue Perspektive. Was und wie habe ich denn gelernt als Unternehmer und auch als Führungskraft? Ich habe ja ein paar besondere Schwächen und ein paar besondere Talente. Das weiß man aber nicht so recht, wenn man jung ist. Man denkt, andere sind naiverweise, andere sind so, wie man selbst ist. Und wenn ich eine gute Idee erfahre, dann arbeitet sich die in mir durch und ich weiß, was damit machen. Deswegen habe ich immer gedacht, wenn ich anderen eine gute Idee gebe, machen die was damit. Und war dann oft genug einfach enttäuscht zu merken, dass sie das gar nicht, dass es so viel schwieriger ist. Ne? Und dann musste ich im Laufe der Jahre erstens merken, ja, das liegt daran, dass ich, mir fällt immer was ein. Und das ist bei anderen einfach nicht so. Und das andere ist, ich weiß immer, wenn ich eine habe, das rattert in mir sofort durch, für was das alles wichtig ist, was das bedeutet. Und das ganze Feld organisiert sich dann sofort mit einer guten neuen Idee um. Das ist bei anderen nicht immer so. Und dann muss ich mich mit denen hinsetzen und an Beispielen und das wieder durchkauen. Und dann haben sie es verstanden, sind alle beseelt und 4 Wochen später ist es wieder weg. Also es verblasst bei denen einfach, was bei mir zum Beispiel nicht der Fall ist. Und dass ich dann, und das ist ganz wichtig für strategische Führung, dass ich wirklich nicht nur Ideen streue, sondern mir vorstelle, wie das ins Leben kommen soll in der Organisation, für die ich zuständig bin. Das ist das, was wir immer sagen, die Managementkompetenz, also Drehbücher schreiben. Wie sieht sowas denn aus? Nicht nur für mich die schöne Idee, sondern wie muss das bis an die Peripherie der Organisation bis zur Dienstleistung für andere wirklich umgesetzt werden, dass ich mir darüber Gedanken mache, das zumindest wichtig finde. Und ich denke, dadurch, dass ich eine gute Idee abgesondert habe, ist mein Teil erledigt. Und für den Rest habe ich ja mein Management. Und die Geduld, und da brauche ich wirklich oft genug Geduld dazu, mich über wieder und wieder mit denen, die das mittragen, zusammenzusetzen. Und das ist jetzt strategische Führung. Und in Kommunikation viele, viele Schleifen drehe, bis die anderen das in sich integriert haben und es als Kulturvorstellung geprägt ist und es dann in Eigenkreativität ihrer Art entsprechend dann auch umsetzen kann. Also dieses Maß an Invest in Kulturbildung, das man braucht, um aus guten Ideen auch gelebte Kultur zu machen, das habe ich total unterschätzt. Und das unterschätzen die meisten. Ich sage es dann manchmal in so einer Metapher: Wenn du ein neues IT-System einführst, weißt du, dass es oft jahrelang dauert, bis das neue System von allen verstanden, gelebt, getragen, akzeptiert wird. Wenn du eine neue Geschäftsidee, Kulturidee hast oder sonst was, dass es dann genauso lang braucht und genauso intensiv
eingeführt werden, müssen genauso viele Ressourcen und Lernereignisse dafür vorgesehen werden, müsste, wenn du eine neue IT-Lösung einführen möchtest. Dieses Bewusstsein ist einfach noch längst nicht da bei den Menschen. Das liegt daran, dass die meisten Menschen, weil sie halt keine blöden Maschinen sind, auch bei schlechten Vorgaben trotzdem irgendwas zustande bringen. Und deswegen denken wir, es läuft schon auch so. Aber es läuft nicht auch so, sondern wir müssen, und deswegen treibt man auch viele Menschen in Burnout, dass man denen eigentlich was aufbürdet, was nicht durchgestaltet ist von den Kulturverantwortlichen. Da würde ich gerade noch einen Satz gerne ergänzen, auch dazu. Das sehe ich ganz genau. Da musste ich auch viel in meiner Rolle lernen, als Führungskraft zum Beispiel in der Klinik, weil beseelt von Ideen, wo ich auch dann Leute dann halt ja mit einbezogen habe, damals, die zum Teil ja vorher auch schon jahrelang irgendwas gemacht haben hier, wo ich gedacht habe, wir sind doch da auf einer Wellenlänge und das ist alles, das brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Das war nicht so. Und in der Zwischenzeit habe ich dann so für mich so die Sichtweise, eine ganz entscheidende Aufgabe in meiner Führungsrolle ist zum Beispiel eher, Erinnerungshelfer zu sein auch. Einladender, ermutigender sozusagen und Erinnerungshelfer. Weil ich kann es natürlich versuchen zu verordnen, das trägt aber nicht überhaupt. Nicht. Im Gegenteil, das bewirkt dann eher quasi guerillaartige Untertauchaktionen oder was weiß ich was in der Form. Und die Kultur, die mir davor schwebt, wird dadurch nicht gefördert. Also muss ich eher ein Einladender sein und ein immer wieder Erinnerungshelfer. Und die Geduld dafür, das ist ein Ding. Da musste ich viel lernen mit der Geduld und auch liebevoll wieder umgehen mit meiner ungeduldigen Seite, wo ich es dann schon nicht fasse und so. Aber dann wird man auch schnell ungerecht und würde dann andere Menschen nicht mehr achtungsvoll behandeln, was ja aber gerade auch ein Ziel ist. Aber das ist ein ständiger Jonglierakt da an der Stelle. Aber wenn man dann guckt, ist das im Coaching auch nicht viel anders dann wieder. Da bin ich jetzt nicht in einer Führungsrolle, aber da hat man ja auch genau den gleichen Punkt. Man entwickelt womöglich in einer Sitzung irgendetwas, was die Person sogar selber rückmeldet als ausgesprochen hilfreich. Und so wie, ah, das ist jetzt derartig klar, das muss ich nicht mal notieren, das wird für immer mein Leben bahnen, verändern. Und 3 Wochen drauf ist wieder vergessen. Also man braucht aber nicht immer auf Kunde gucken. Also ich kenne das bei mir genauso, gell? So ist es nicht. Insofern ist das die Daueraufgabe auf allen Ebenen. Ich habe vor einiger Zeit mal so ein Notizheft gefunden beim Aufräumen. Da habe ich schon die bahnbrechenden, wirklich also existenziellen Grunderkenntnisse. 74, dann 76, 78, 83. Immer mit anderen Worten. Aber wenn du genau hinguckst, ist genau das Gleiche wieder und hört nicht auf. Insofern... So, naja, das gehört dann da auch noch dazu. Ich meine, bei allem, was wir bisher gesprochen haben, kann halt alles, wenn ich es mir richtig einrichte, lerne ich natürlich aus meinem Profil auch einfach ein starkes Profil zu machen und erlebe dann nicht mehr so oft, dass ich an Grenzen stoße. Aber das liegt natürlich daran, dass ich mir eine Umfeld geschaffen habe, für das mein Profil ganz prima passt. Wenn ich mich daran erinnere, wie kläglich ich zum Beispiel an Elternabenden gescheitert bin. Aber nicht nur du. Da merkt man dann, dass ich, wenn der Kontext nicht mehr passt, dass da aber alle meine Kompetenz da wegschwimmt wie Blätter im Tsunami. Und ich völlig andere, und dann bin ich sofort mit meinen Schwächen, dass ich nicht fassen kann, wie borniert Leute sind, wie schematisch sie denken, dass sie nicht wichtig finden, was ich selbstverständlich finde und so weiter und so weiter. Und da, wenn mich das unvorbereitet betrifft, dann verliere ich einfach so viele Qualitäten von Achtung, Wertschöpfung, Schätzung, Geduld. Das geht auch manchmal schon einfach im normalen täglichen Leben los, dass ich denke, es ist ja unfassbar, wie jemand so leben kann. Also ich meine, die Menschenliebe ist immer ein bisschen einfacher, wenn du Menschen um dich hast, wo es leichter ist. Und den Übernächsten lieben ist auch meist einfacher als den Nächsten zu lieben, insbesondere wenn der Nächste dann doch in vieler Hinsicht ja einfach sehr fremd ist. Also da will ich mich dann auch gar nicht übernehmen. Also ich sehe dann schon zu, dass ich mich, wenn ich dann in Gefilde, die meine
guten Seiten nicht so leicht hervorlocken und fördern, dass ich mich nicht so schlecht benehme und mich nicht an meinen Werten im Prinzip versündige. Aber ich mache da, und ich, wie alle Menschen, das sehe ich natürlich zu, dass ich möglichst viel auf Bühnen bin, auf denen ich mich bewegen kann. Aber mir ist klar, dass es jede Menge Bühnen gibt, auf denen ich auch keine gute Figur machen würde, ohne noch wieder neuen massiv dazulernen und mich einstellen zu müssen. Und dieses Bewusstsein ist schon wichtig, damit ich nicht überheblich werde in den relativen Komfortzonen, in denen ich mich doch bewegen darf. Und jetzt, je älter ich werde, muss ich sagen, also jetzt würde ich mal vom Privatleben, so vieles, was man ja nach in vielen Bühnen sehr gut kann, in den direkten privaten Beziehungen gelten dann doch nochmal andere Spielregeln. Und da stoße ich auch oft natürlich an meine Grenzen. Aber jetzt in den beruflichen Feldern, die ich mir geschaffen habe, habe ich es. Und das ist ein Komfort des Älterseins, habe ich so das Gefühl, dass ich in der Regel aus dem Vollen schöpfen kann. Und von daher auch einfach wirklich, und dafür bin ich dankbar, sehr viel Befriedigendes erfahren darf. Also, das ist ein bisschen ähnlich auch wie der Bendeson. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Ich würde es mal aus meiner Sicht entscheidenden Punkt für mich rausbringen. Eine meiner besonderen Stärken ist vielleicht auch auf einer anderen Ebene eine der besonderen Schwächen. Ich glaube, dass ich das etwas ist, was mich halt aber auch so beseelt oder für mich einfach so wichtig ist, sonst könnte ich gar nicht arbeiten, würde mich das nicht erfüllen sonst, dass ich eben mit so einer Haltung von grundlegender Wertschätzung und Neugier so und mit dem Blick, Mensch, vielleicht verstehe ich es noch nicht, was daran irgendwie klug, anerkennenswert, sinnvoll und so weiter ist. Aber dann ist mein Job, das eben so mir auszumalen, Kontexte dazu zu malen, dass ich es verstehen kann. Ich rede jetzt mal vom beruflichen, gell? Das ist im Privaten könnte man es auch machen, aber mein Gott, man kann ja nicht an alles denken, gell? Das ist, je näher die Beziehung auf der Ebene wird, dass man selber was will von jemand, desto mehr, sagen wir mal, schieben sich andere Filter dazwischen, das ist ja klar. Aber ich rede jetzt mal vom Beruflichen. Und im Beruflichen, da ist das, glaube ich, wirklich eine ganz besondere Stärke von mir. Die hat aber auch die Folge, dass ich, das ist zum Beispiel, wenn ich uns beide vergleiche, glaube ich, dass du das besser kannst. Manchmal einen kritischen Blick, auch vielleicht einen fordernd konfrontativen Blick so reinzubringen in was aber eine hilfreiche, erfrischende Musterveränderung sein könnte. Das kann ich auch, aber da tue ich mich sehr viel schwerer als mit dem anderen. Das ist immer so. Deswegen bin ich zum Beispiel auch völlig ungeeignet als Herausgeber von Büchern oder als, ich bin ja in x verschiedene Zeitschriften auch als, was weiß ich, wissenschaftlicher Beitrag. Also für mich der Horror, irgendwelche Artikel da anzugucken, weil ich das, es widerstrebt mir in jeder Hinsicht, irgendwas da zu korrigieren oder kritisch einzuwenden und so. Und das geht mir da natürlich auch so. Für manche Leute wäre das aber sehr hilfreich. Und wenn ich es dann schaffe, aber da wäre es sicherlich da und dort sinnvoller, das schneller zu machen, dann ist es zum großen Teil auch, jedenfalls kommen dann die Rückmeldungen so, oft zumindest ein Denkanstoß, der nützlich ist. Aber dafür muss ich mich innerlich richtig bemühen. Das ist nicht einfach, dass andere kommen, aber das ist wirklich auf eine Art harte Arbeit für mich und so. Ist aber auch wichtig, ne? Sonst ist es auch wieder zu. Erich Keschner hat es mal so schön gesagt, glaube ich, wer das Schöne nicht sieht, wird böse, wer das Schlechte nicht sieht, wird dumm. Und die Kombination, die ist irgendwie wichtig. Und ich versuche die auch, aber ich muss dann immer richtig mich bemühen. Und das, glaube ich, kannst du besser, so in der Hinsicht. Also wenn du es gerade sagst, dass es eben Stärken und Schwächen sind, da fällt mir natürlich ein, dass ich bin jemand, der relativ gut Abstand halten kann. Und der die Dinge, die im Moment gerade wichtig sind, sehr intensiv entwickeln kann, mich ganz da reinarbeiten, aber wenn sie vorbei sind, kann ich auch die Tür wieder hinter mir zumachen. Und das ist natürlich eine große Stärke, dass ich es gerne mag, aus dem Abstand heraus mit Dingen umzugehen, weil ich dadurch sehr viele Bezüge sehe, die andere nicht sehen, gelernt habe, sehr, natürlich musste ich dazulernen, es an meinen Gesprächspartnern
wesensmäßig orientiert anzukoppeln, aber das, was ich ihnen gebe, ist trotzdem die Fähigkeit, aus dem Abstand Dinge im Blick zu nehmen, die aus ihrer eigenen Betrachtung oder nur aus der Situation heraus dann nicht in den Blick kommen würden. Aber mir wurde das ja früher in der Psychotherapie-Szene immer als schizoide Persönlichkeit und als ein Mangel, mich emotional einzulassen, zugeschrieben von denen, die halt stark im Gefühl waren. Dennoch ist was dran. Also ich habe einfach diese besonderen Fähigkeiten, die ich gelernt habe, auch als liebevollen Beitrag Menschen zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mir Arbeitsformen gewählt, bei denen diese Qualitäten ganz zur Wirkung kommen. Aber zum Beispiel im Privatleben ist es einfach so, dass da natürlich zum Beispiel meiner Frau sehr viel besser täte, ich würde nicht kommen und wollte dann ganz da sein und dann aber wieder die Tür hinter mir zumachen, sondern ich würde ständig sozusagen in einer innerlichen Bezogenheit zu ihr sein. Und diese Bezogenheit, die stellt sich bei mir nicht automatisch ein. Und manchmal denke ich, ach, und da kannst du, glaube ich, mehr als ich, dass du ganz intensiv in den Dingen sein kannst. Da denke ich manchmal, ah, jetzt wollte ich auch einfach mich ganz reinlassen und schwelgen und nicht. Dieses Draußensein ist auch ein Gefängnis. Ist eine Qualität, aber es ist auch ein Gefängnis, wenn du gern einfach dabei wärst. Und das kann ich nur begrenzt machen. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass man kann nicht alles im Leben haben. Ja, aber da geht es mir so, ich glaube auch, dass das bei mir eher so, wenn man es bei uns weiter vergleiche, in die Richtung geht, dass ich dann so reingehen kann. Das hat ja natürlich auch wieder zwei Seiten. Ne? Du beschreibst jetzt sozusagen als deine individuelle Eigenheit oder Eigenschaft. Ich würde das auch lieber, auch bezogen auf dich, das hat mir manchmal schon geschmerzt, wie du über dich geredet hast, so interaktionell sehen, weil ne, wenn du das so mit deiner Frau so beschreibst, so, das sind halt zwei Stile, aber warum ist denn deiner irgendwie, der ist nicht schlechter, finde ich, auf eine Art, oder auch, der ist auch nicht weniger, der ist anders, und da ist bei mir wieder die Gefahr, wenn ich mich so eingebe, das erzeugt dann auch wieder quasi so Erwartungen und Hoffnungen, also ob das dann so bleibt, aber ich brauche natürlich auch wieder einen Rückzug und induziert es eher eine höhere Wahrscheinlichkeit für Enttäuschungen, als vielleicht bei dir von vornherein. Ich bin ganz, ganz sparsam mit Versprechungen, weil Versprechungen, also ich würde mal sagen, ich halte 99% meiner Versprechungen, aber deswegen wirke ich oft zugeknüpft und karg, weil ich nichts. Ja, und das ist aber gerade. Genau, und das ist, ich versuche das ja auch so, aber ich glaube, ohne dass ich jetzt verbal was verspreche, wenn ich so reingehe, so intensiv, kommt eine prozessorientiert so erlebte Versprechen. So, und dann wundert sich jemand und ist dann enttäuscht, wenn ich hinterher mich selber in meinem Verständnis, ich habe es doch gar nicht versprochen. Aber es wird als versprochen erlebt, so ungefähr. Und da erlebe ich dich auf eine Art in der Hinsicht ja kongruenter sogar. Also es ist nicht meine Absicht, dass ich da inkongruenter wäre, aber da erlebe ich kongruenter. Und da finde ich auch, ich habe das nie so erlebt, dass du nicht emotional schwingungsfähig bist. Nie. Und das hat mich schon immer gestört, wenn du das manchmal sogar selber sagst. Ich erlebe dich anders als, wenn man jetzt uns zwei vergleicht, ne, da war es für mich eine wichtige Lernaufgabe, eine Entwicklungsaufgabe, so den Strom das so zu kanalisieren. Und bei dir ist halt die Kanalisierung, sozusagen die Kontur außenrum, deutlicher spürbar, so, und du vermittelst sie auch, aber da ist trotzdem ein Strom drin. Und dass dann irgendwelche Leute, ich kenne das ja, ich war ja oft auch dabei, die so im Gefühlswhirlpool halt gern abtauchen, egal was sonst noch ist, wenn die dann solche Rückmeldungen geben, dann ist das aus meiner Sicht eine Aussage über die und nicht so sehr nur über dich. Also wäre jetzt für mich so, aber du kannst ja ruhig bei deiner Beschreibung bleiben. Ich so, Also, das tut mir natürlich gut und ist ja ein Teil unserer Freundschaft, dass du meine Art des Liebevollseins immer verstanden hast, und da haben wir auch eine Ebene, uns gegenseitig als liebevoll in unseren Stilen zu erkennen. Und die Resonanz finden wir nicht immer überall. Ich sehe schon, aber ich will ja jetzt die Menschen, die dann
aus ihrem anderen Stil heraus eigentlich andere Qualitäten gerne leben könnten und mich gerne auch einbeziehen wollen, ist ja auch eine Ehre, aber ich kann daran nicht teilhaben. Und da gibt es natürlich welche, die völlig unqualifiziert dann einfach ihre Kategorien über die Welt stülpen, das wäre dann Thema Whirlpool, aber es gibt auch welche, die völlig berechtigt und mit hoher Qualität einen anderen Stil leben wollten und dann erlebe ich schon, nicht, dass ich mich schlecht fühle dafür, aber ich erlebe schon, dass mir da Sphären verschlossen sind. Und das ist halt so. Also jedes Leben ist auch Beschränkung. Ja. Und vielleicht noch jetzt zu meinem Teil, die Stärken und Schwächen. Das geht ja in die gleiche Richtung. Ich glaube, ich kann eine hohe Begeisterungsfähigkeit oder auch so eine Ermutigung Leuten geben, dass sie merken, hey, in mir steckt mehr, als ich dachte. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig kann das natürlich auch wieder, da muss man unheimlich aufpassen, das hat immer so dialektische Dinge, kann das dazu führen, dass die Leute das einerseits so mitgehen und erleben und dann aber merken, ja, sie kommen jetzt doch nicht so schnell nach, wie sie angesteckt durch diese Begeisterungsfähigkeit von sich selber erwarten und dann in so eine Art, ja, wie so Altersregression gehen, dass sie denken, ah ja, der kann das so und der sieht es vielleicht, aber ich halt nicht. Und dann hat es wieder einen schwächenden Aspekt. Diese Gratwanderung, diese Balance zu treffen, ist eine enorm wichtige Aufgabe. Ich hoffe, sie gelingt mir oft, aber da ist immer eine Gefahr drin. Und da muss man seinen eigenen Galopp sozusagen, wenn der eigene innere Araberhengst ein bisschen galoppieren will, das zurückfahren, das wäre da wichtig. Das ist auch eine Daueraufgabe.